So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Unboxing. Und zwar machen wir jetzt hier 1, 2, 3 kleine Pakete auf. Die habe ich nicht per Post bekommen, sondern die musste ich mir tatsächlich kaufen. Ich weiß aber auch noch nicht, was drin ist. Ich habe noch nicht genau reingeguckt. Also hier weiß ich schon, das ist eine kleine Transportbox, die habe ich bekommen. Gucken wir uns leider mal an. Das habe ich umsonst mitbekommen. Ich habe einfach Probe gemalt, kann ich euch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann habe ich mir hier eine Grundausstattung geholt. Seitenschneider, 13 Farben, Kleber, Pinsel. Dazu passend, das ist 1, 2, das sind zwei Pinsel und zwar ein Layer-Pinsel und ein Shade-Pinsel. Was es damit auf sich hat, kann ich euch auch noch im weiteren Verlauf zeigen. Das sind einfach zwei verschiedene Pinseldicken. Und Operation Erstschlag, Starter-Set für Warhammer 40k. Zudem Chaos Citadel Black. Das ist einfach eine Sprühdose mit schwarzer Farbe. Das machen wir jetzt auf gemeinsam. Wie gesagt, es ist ein kleines Unboxing. Ich weiß noch nicht, was drin ist. Aber wir fangen einfach gerade mal hiermit an. Das ist wie gesagt diese kleine Transportbox. Die habe ich bekommen. Ihr könnt euch bei einem. Na, will nicht aufgehen. So, moin moin und damit nochmal willkommen zu einem Voice-Over. Wir befinden uns gerade in Braunschweig, da wo ich zu Hause bin und ich dachte mir einfach mal, ich nehme euch mit und zeige euch mal das Schloss, was wir bei uns haben, während wir die kleine Box öffnen. Ja, nee, eigentlich wollte ich zu Games Workshop, da war ich dann und habe mir dieses kleine Päckchen oder die Päckchen dann geholt. Ich war vor Ort. Warum? Ja, weil ich mich im Vorfeld informiert habe. Ich war vor 3 Wochen, glaube ich, schon mal da und wurde eingeladen zu einem Probemalen und das können wir dann hier erkennen. Also wer einen Games Workshop betritt, der darf dann, wenn er mag, ja, sich so ein bisschen umschauen und bekommt dann eine Miniatur seiner Wahl, ihrer Wahl. Also das ist dann nicht nur ein primares Space Marine oder einer der Warhammer Fantasy neuen Elite-Truppen, sondern man kann da dann auch die Nörglinge anmalen oder sowas. Das ist dann immer euch überlassen. Aber ihr dürft euch da dann austoben und vor allem wird es euch auch beigebracht. Also wer noch nie mit Drybrush gearbeitet hat, mehr nicht weiß, was ein Shade ist und wann man den aufträgt, wer mit Layerfarben arbeiten will, also das ganze Programm eben wird einem da beigebracht und zudem kann man, während die Farbe so ein bisschen trocknet, kann man auch stöbern und sich diese tollen Miniaturen ansehen. Man kann da auch spielen, das Spielen lernen. Der Laden hat dann ja, verschiedene Geländearten aufgebaut, die dann auch sehr schnell variieren. Also da wird dann mal im Monat auch ein bisschen durchgetauscht und das ist jetzt so ein kleines taktisches Spiel, wo man dann gegen Ladenbesitzer, Besitzerinnen spielen kann oder gegen andere Leute, die man da trifft und kann da dann das Spielen lernen. Finde ich also eine ganz hervorragende Idee, ein schönes Geschäftsmodell. Es ist sehr teuer, wenn man dann ja, in der Zeit wartet und in der Zeit auch shoppen kann, während dann die Farbe trocknet. Aber ich war am Freitag um, ich glaube, 12 Uhr da, also relativ früh. Und es war viel los, also dafür, dass es so früh war. Und ja, also macht echt viel Spaß, da Zeit zu verbringen. Guckt euch mal diese schönen kleinen ja, Städte an mit dem Imperator, riesigen Statuenfiguren, mit den Containern, kann man sich alles dazu kaufen und oh, ich habe zu wenig Geld, wenn ich das sehe, das will ich alles nicht nur haben, sondern eben auch anmalen. Ihr könnt euch bei einem Games Workshop könnt ihr euch melden und sagen, hey, ich würde ganz gerne mal Probe malen und das habe ich getan. Da bekommt ihr dann eine kleine Miniatur. Entweder bekommt ihr einen Stormcast Eternal oder ihr bekommt einen Space Marine. Ihr könnt auch beides anmalen, ihr könnt auch beides mehrfach anmalen. Das sind die neuen Primaris Intercessor. Ich bin mit dem Fluff gar nicht so sehr glücklich, aber die Modellfiguren an sich sind ziemlich cool. Das ist jetzt so meine allererste Figur. Die habe ich jetzt in 2 Stunden angemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich erkennen könnt. Ich gucke gerade mal, ob er das hier noch irgendwie fokussieren kann. Das sollte eigentlich mal ein Salamander werden, aber die hatten keine richtigen Salamander-Farben. Das ist jetzt so ein Caliban Grün. Das heißt, das ist eher so ein Dark Angel, aber ja, es ist halt irgendwas. Keine Ahnung. Ich wollte einfach keinen Ultramarine zusammenbauen und das werde ich hier auch, wie gesagt, nicht machen. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Auch hier, das könnt ihr hier schon mal sehen. Ich muss gerade mal schauen, kriege ich das hier, kriege ich das auf.
Nur wenige Minuten später. So, dann haben wir es jetzt hier auch aufgemacht. Ich wollte mir kein... Also, was hier drin ist? Was hier drin ist, ist eine kleine Nurgle-Armee und eine ganz kleine Primaris-Armee. Die kann man natürlich als Ultramarine anmalen, also blau, werde ich allerdings nicht tun. Ich wollte jetzt erstmal üben. Deswegen habe ich mir so ein kleines Set gekauft. Da werde ich dann mal reingucken, was drin ist. Ja. Mit einer Hand ist das alles ein bisschen schwieriger, wenn man kein Kamerastativ hat. Schwupps, da ist schon was ausgefallen. Und zwar die Standys. Da kann ich die dann draufstellen. Die kann ich auch noch anmalen. Werde ich mich auch nochmal mit beschäftigen, wie ich das mache. Guck mal, hier können wir da noch sehen. Damit kann ich meine Space Marines noch schmücken. Kann ich die noch irgendwas aufkleben? Zu welcher Legion die gehören? Lege ich einfach mal hier beiseite. So, das ist also drin in so einer Box. Das sind jetzt die kleinen Miniaturen. Das in ja, diesem Pestgrün ist natürlich dann Nurgle. Wer sich so ein bisschen mit dem Fluff noch nicht auskennt, der kann oben rechts mal auf das kleine i drücken. Da werde ich nochmal den Podcast verlinken. Da ist dann auch so ein bisschen was über die Dämonen erklärt, über den Einstieg. Hier haben wir noch W6. Das sind ganz normale, weiße, langweilige Würfel. Hier haben wir noch mehr dazu. Ich wollte gerade sagen, ist der schon vollständig? Nee, ist er noch nicht. Sieht noch nicht ganz vollständig aus. Da werde ich mich auf alle Fälle mal schlau machen. Muss ich dann rausknipsen und dann habe ich auf der, das habe ich dann hier drin, da habe ich dann auch Kleber. Da kann ich den auch zusammenkleben. Dann haben wir hier das Ganze noch in Blau. Das wird natürlich auch dann mit der schwarzen Farbe hier alles erst einmal schwarz gemacht. Man kann das auch komplett weiß machen. Das werde ich euch dann im Verlauf noch einmal zeigen. Ich bin ganz neu jetzt im Hobby. Was haben wir hier? Lies das zuerst. Da werden wir auch gleich nochmal reingucken. Und dann uns die Regeln anschauen. Nicht nur zum Bemalen, sondern eben auch zum Spielen. Wenn ich dann irgendwie mich mit einem Freund treffe und dann spielt der eine Ultramarines und der andere spielt die Plague Guard. Dann haben wir hier so einen Zollmaßstab. Das ist auch... ganz wichtig, den kann man dann anlegen und dann Zoll nachmessen, ob man trifft, ob man nicht trifft, wie viele Würfel man hat. Und das ist ein kleiner Bodenplan, glaube ich. First Strike Playing Mat. Genau, eine Spielmatte. Ich weiß gar nicht, kriege ich das auch noch? Kann ich damit... Achso, das sind dann auch Container, ne? Das ist auch ganz cool, dass man diese Box zum Ein- und Ausziehen, zum Reinschieben... Kann man dann noch irgendwo hinstellen und dann haben wir hier so ganz viele Containerboxen. Damit kann ich das Ganze noch ein bisschen spannender machen. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier auch noch aufkriegen. Und wenn ihr da Lust zu habt, dann könnt ihr mich begleiten auf meiner Reise in die lustige Tabletop-Welt. Machen wir das erstmal wieder auf. Noch etwas länger als nur wenige Minuten später. So, dann kommt mir das hier schon entgegen. Ne? Drehe ich einmal um. Wollen wir vorsichtig rausziehen. Zack. Gut, dann haben wir den Inhalt hier auch rausgeholt. Das sind dann also Seitenschneider, Farben, Kleber, Pinsel. Das ist hier der Pinsel. Starter Brush. Mir wurde gesagt, der ist nicht so gut. Der ist zwar schon ziemlich dünn. Aber das dauert damit sicherlich eine ganze Länge Zeit, bis ich damit alle Miniaturen von oben bis unten angemalt habe. Dann haben wir hier... Oh, das riecht aber schon gut nach Kleber. Plastikglue, Plastikkleber. Und mein Seitenschneider. Zum raus. Knipsen. Ja, ich muss gerade mal schauen. Da haben wir hier die Farben. Fokussierst du auch? Also das reicht dann, um einmal Nurgle anzumalen, um einmal die Ultramarines anzumalen. Ich habe mir jetzt noch neue Farben bestellt, weil ich, wie gesagt, keine Ultramarines anmalen möchte. Das tue ich mir nicht an, aber ja, ich habe jetzt von einem anderen Hersteller, nicht Games Workshop, habe ich mir noch andere Farben geholt, Modellbaufarben. Und dann schaue ich mal, wie das am Endeffekt aussieht. Wie gesagt, ist alles noch zum Üben.
Ob ich das am Ende dann in diesem Caliban grün mache oder irgendwas anderes, weiß ich noch nicht. Vielleicht ein Moosgrün. Vielleicht male ich sie auch gelb an, ich habe noch keine Ahnung. Aber das ist hier, wie gesagt, meine allererste Figur. Meine allererste. Und damit bin ich doch eigentlich schon zufrieden. Ich habe im Internet schon ein paar Tipps geholt, inwiefern ich da zu viel Farbe aufgetragen habe oder mit dem Shade ein bisschen Probleme hatte. Aber ich bin tatsächlich für den Anfang sehr zufrieden. Die erste Figur ist ja auch mal ein bisschen was anderes. Gut, das war so mein kleines bisschen Unboxing. Das ist der Start. Was hat mich das gekostet? Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für Games Workshop. Ich habe das nicht umsonst bekommen, leider, sondern ich musste mir das kaufen. Das so, wie es hier steht, 120 Euro, könnt ihr mal mitrechnen. 120 Euro, damit habt ihr einen guten Einstieg, einen guten Start. Da ist alles drin, also diese beiden Pinsel, da habt ihr dann die Dose bei, da habt ihr dann die Farben hier mit dem Seitenschneider, mit dem Pinsel und dann hier diese 1, 2, 3, ich glaube das sind 8, ne? 8 Stück. Was ihr sonst auch machen könnt, wenn ihr einen Freund habt, könnt ihr euch das dann auch zu zweit holen. Das gibt es auch noch in mittelgroß und in ganz groß. Das ist jetzt hier das ganz kleine Set. Das sind jetzt 1, 2, 3, 6 gegen 1, 2, 3, 4, 8. Genau, 8 gegen 6 sind das jetzt hier. Und dann könnt ihr die einen Marines könnt ihr dann an euren Freund geben oder ihr gebt die Nurgle Guard an die anderen. Und dann könnt ihr gemeinsam spielen. Da könnt ihr dann auch diesen Container sehen. Den kann man sich dann auf diese Playermat stellen. Und wie das am Ende, wie gesagt, aussieht, das könnt ihr euch dann auch nochmal ansehen. Könnt mich da einfach so ein bisschen mit begleiten. Gut, das war's für das erste Unboxing. 120 Euro Games Workshop. Ich werde das nochmal verlinken. Wie gesagt, ich krieg da nichts für, leider. Das musste ich mir jetzt alles so selber kaufen, einfach weil ich unglaublich angefixt bin von Warhammer. Ich wollte das eigentlich nie machen, weil das ein teures und auch ein sehr zeitfressendes Hobby ist. Aber jetzt hat es mich doch erwischt. Gut. Ja, lasst eine Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar, ob euch das überhaupt interessiert oder ob ich das wieder abbrechen soll. Und dann, ja, würde ich einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.